Am Sonntag hat unser Giraffenweibchen, die Fleur, ihr erstes Jungtier zur Welt gebracht. Die Geburt war sehr unkompliziert, ist auch sehr rasch verlaufen, was durchaus ungewöhnlich ist und erfreulich. Das Jungtier ist fit, das ist ein Weibchen. Was bei uns dann relativ schnell leider auch ein gewisses Bangen ausgelöst hat, war, dass die Fleur mit der Situation überfordert war. Sie ist Erstgebärende, sie hat keine Erfahrungen und wusste zunächst oder weiß leider auch bislang noch nicht so recht, was sie mit dem Jungtier tun soll. Sie hält es eher auf Distanz, füttert es nicht, säugt es nicht regelmäßig, sondern nur sehr vereinzelt. Und so sind jetzt die Pfleger und das ganze Team gefragt, da mitzuhelfen. Die Fleur und das Jungtier werden rund um die Uhr beobachtet. Es wird genau protokolliert, ob oder wann sie säugt, ob es zwischendurch doch auch mal Verhalten gibt, wie Abschlecken, sich um das Jungtier kümmern. Wenn das Jungtier schwach wird, wir den Eindruck haben, dass wir ein bisschen zufüttern müssen, tun wir das mit Kuhkolostralmilch oder ein bisschen Tee und versuchen einfach auf dem Weg das Jungtier fit zu halten. Auch das beinhaltet viele Risiken, ist aber im Moment die erfolgversprechendste Variante.